Mein Name ist Carsten Jung und heute erkläre ich anhand des Lehrbuchs Evangelisch verstehen die Theodizee-Frage und die biblische Lösung dieser Frage. Die Theodizee-Frage, auf Deutsch übersetzt die Frage, wie Gott sich rechtfertigen kann, entzündet sich an der Frage, warum gibt es das Leid? Offensichtlich leiden Menschen auf der Welt und da das so ist, stellt sich die Frage, was hat das mit Gott zu tun? Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das Leid zu? Wenn er es zulässt, will er das Leid nicht verändern? Dann ist er offensichtlich grausam. Oder kann er es nicht verändern? Dann ist er nicht allmächtig. Und das gilt beides nicht für Gott. Das heißt also, die Frage, warum es Leid gibt, die Theodizee-Frage, führt sehr schnell in den Atheismus hinein. Nämlich zu sagen, weil es Leid gibt, kann es keinen Gott geben. Für diese Frage hält bereits die Bibel einen Lösungsversuch bereit im Buch Hiob. Das Buch Hiob ist entstanden in einer Phase, wo das altorientalische Denken in einer Krise war. Im alten Orient war man vom sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang überzeugt. Also der Gedanke, wie man tut, so ergeht es einem. Also tust du Gutes, dann wird es dir im Leben gut ergehen, wirst Erfolg haben, wirst reich werden. Tust du Böses, dann wirst der Misserfolg dich einholen. Deine Taten werden dich einholen, du wirst Probleme bekommen. Du wirst ein kurzes Leben haben. Nun ist das Problem offensichtlich, das stimmt nicht. Wir erleben, auf der Welt geht es bösen Menschen ganz ausgezeichnet und guten Menschen ganz furchtbar schlecht. Das heißt also, das eigene Handeln hat mit dem Schicksal, was wir auf der Welt haben, nichts zu tun. In diese Situation ist das Buch Hiob geschrieben. Das Buch hat einen Aufbau, der etwas eigenartig ist. Es gibt eine kurze Rahmenhandlung, die besteht daraus, dass im Himmel eine spielerische Stimmung ist. Gott und der Teufel machen eine Wette. Der Teufel sagt, ja, da gibt es den Hiob, aber der glaubt nur Gott an dich, lieber Gott, weil es ihm so gut geht. Und dann sagt Gott, na, da wette ich mit dir, tu dem Hiob alles mögliche Böse an und dann werden wir sehen, ob der weiterhin an Gott glaubt. Und so passiert es dann auch, der Teufel straft Hiob, er lässt seine Kinder umkommen, seine Frau umkommen, er nimmt ihm sein Vermögen weg, er straft ihn mit Krankheit und letztendlich sitzt der Hiob dann da auf einem Misthaufen vor seiner Wohnung, vor den Ruinen seines Hauses und beklagt sein Schicksal. Kapitel 3, eine große Klage an Gott, wie konntest du das zulassen? Und dann passiert etwas, was auch heute noch passieren könnte. Es kommen drei Freunde vorbei, später dann noch ein vierter. Und diese drei Freunde, die erzählen Hiob ganz munter, was sie von der Situation halten. Und ihre Auffassung ist im Grunde genommen immer die gleiche. Das zieht sich jetzt über mehr als 30 Kapitel hin. Das wiederholt sich, der Gedankengang. Der Gedankengang ist, Hiob, wenn du nicht selber gesündigt hättest, wenn du nicht selber irgendwie was Böses getan hättest, dann würde es dir nicht so gehen. Prüf doch mal in deinem eigenen Leben, wo deine eigene Schuld an deinem Schicksal ist. Also der Gedanke, du bist doch selbst schuld an dem, wie es dir ergeht, der trägt den Gedankengang der Freunde von Hiob. Und das ist ja ein relativ moderner Gedankengang. Auch wenn es heute einem schlecht geht, dann neigen wir in unserer Gesellschaft dazu, zu sagen, ja, das liegt daran, wie du dich verhalten hast. Du hast Lungenkrebs, hättest halt nicht rauchen sollen, etc. etc. Also diese Argumentation, die kehrt regelmäßig wieder. Aufgelöst wird das Hiob-Buch dann so, dass letztendlich Gott sich an Hiob wendet und in einer wütenden Rede Hiob zurechtweist, ihn wirklich klein stutzt und sagt, hör mal zu, lieber Hiob, was willst du überhaupt? Ab Kapitel 38 im Hiob-Buch, was willst du überhaupt? Du warst nicht dabei, wie ich die Welt geschaffen habe, du hast überhaupt keinen Plan, du verstehst meinen Ratschluss nicht. Dementsprechend halt die Klappe und erdulde dein Schicksal. Diese biblische Lösung ist natürlich nicht sehr zufriedenstellend, und zwar aus mehreren Gründen nicht. Erstens, sie entspricht überhaupt nicht der Logik in dem Buch. Gott reagiert da wie ein wütender Mensch. Dabei wird er doch von Hiob an einer Stelle ertappt, wo Hiob legitimerweise Kritik übt. Denn dass es Hiob schlecht geht, das liegt ja nicht irgendwie in einem unbegreifbaren göttlichen Ratschluss begründet, sondern das liegt in einer sehr menschlichen Wette zwischen Gott und Teufel begründet. Das heißt, Gott drückt sich um seine Antwort und lässt den Autoritären raushängen im Buch. Das führt dazu, dass die Antwort, die Gott hier gibt, auf Dauer nicht zufriedenstellen konnte. Und das wiederum heißt, das Theodizee-Problem hat die Theologie und Philosophiegeschichte weit über das Hiob-Buch hinaus beschäftigt.